Hallo Leute, ich habe heute ein Unboxing-Video für euch und zwar habe ich diese schöne Box geschickt bekommen und zwar ist das die Pink Box. Allerdings ist das so eine Limited Edition und zwar nennt die sich Pink Box Mr. Wonderful und am geilsten finde ich ja den Spruch hier oben drauf. Da steht nämlich drauf, Schönheit kommt von innen, aber für alle Fälle packe ich Make-up ein. Und es stimmt einfach so, ne? Im Endeffekt kommt die Schönheit von innen. Aber trotzdem schminkt man sich, weil man es irgendwie halt einfach schöner findet. Zumindest ist es einfach bei mir so. Ich mache die jetzt mal mit euch zusammen auf. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, ich habe noch nicht reingeguckt. Schauen wir einfach mal, was da drin ist. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Verpackung. Und dann ist hier direkt einmal ein Schildchen mit Pink Box Mr. Wonderful. Da stehen die Sachen drin, die drin sind. Okay. Aber ich schaue lieber erstmal rein. Und da ist eine Bodylotion von Dove drin. Und zwar die Dermaspa Intensiv Verwöhnend Body Lotion. Soweit ich weiß, sind die neu und die habe ich noch nicht ausprobiert. Riecht aber ganz angenehm. Die werde ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal ausprobieren. 200 ml sind hier drin und die kostet normal 4,99 Euro. Dann ist hier drin noch ein Nagellack von der Firma Aden. Ich weiß nicht genau, ob man es so ausspricht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich die Firma nicht kenne. 5 ml sind hier drin und es kostet 2,99 Euro. Wenn man den normal kauft. So schimmernd und gold für Weihnachten gefällt mir das auf jeden Fall ganz gut. Und den werde ich mir, denke ich, demnächst mal drauf machen. Seht gerade, ich habe gerade den Nagellack aufgemacht. Und es ist gar kein normaler Nagellack, sondern es ist mit so einem ganz dünnen Pinselchen. Das heißt, es ist eigentlich nur, um so Details auf den Fingernägeln zu machen oder um da coole Sachen drauf zu malen. Und daher finde ich den jetzt eigentlich noch besser. Also ich meine, man kann auch mit einem normalen Pinselchen rein und dann die ganzen Nägel lackieren. Aber damit kann man, glaube ich, coole Weihnachtstutorials machen oder einfach nur so einen Streifen drüber. Dann ist hier drin noch so eine kleine Verpackung und ich werde mal schauen, was da drin ist. Hier steht schon mal Roulette Red drauf. Ich nehme mal an, dass das die Farbe ist. Coole Verpackung auf jeden Fall. Von Tease kenne ich jetzt auch nicht die Marke. Oh, der ist geil. Der sieht ziemlich gut aus. Guckt euch mal diesen schönen roten Lippenstift an. So ein richtig schönes Dunkelrot. Ich werde euch den direkt mal swatchen. Boah, ja. Der sieht gut aus. Ich weiß nicht, kann sein, dass der in der Kamera gerade ein bisschen heller rüberkommt. Habe ich gerade das Gefühl. Aber der ist auf jeden Fall so ein schönes Dunkelrot. Und den kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Der hätte normalerweise gekostet... What? Der hätte normalerweise 19,50 Euro gekostet. Was? Da war schon mal was Geiles drin in der Packung hier, ne? Ein Rasierer von Wilkinson Intuition Rasierer. Inklusive einem 2 Euro Rabattcoupon für Klingen. Und ich kenne den, ich habe den noch nicht ausprobiert, aber ich kenne den vom Hören und Sagen, dass man da keinen Rasierschaum braucht und so. Man macht das quasi auf nasser Haut und es schäumt von alleine. Und das finde ich auf jeden Fall ziemlich cool, das werde ich definitiv gerne ausprobieren. Der hätte übrigens 8,99 Euro gekostet. Dann ist hier drin noch eine Luvos Maske. Luvos macht ja so viel mit Heilerde und da ist eine Vitalmaske drin. Die ist für Zellerneuerung. Okay. Werde ich gerne ausprobieren. Ich mache immer zwischendurch mal so Beauty-Abend, ne? Die hätte eigentlich 1,49 Euro gekostet. Da sind übrigens zwei Stück drin. Es kam übrigens noch eine Zeitschrift mit und zwar nennt die sich Couch. Ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich diese Zeitschrift noch nicht kenne. Und ich werde die nachher mal durchblättern. Sieht aber schön aus. Hinten, das Bild muss ich euch mal zeigen. Jennifer, geiles Foto. Dann sind hier noch viele Kleinigkeiten drin. Dieses Jahr warst du mein schönstes Geschenk. Oh. Süß. Dann ist hier noch so ein Pröbchen von der Luvos Heilerde drin. Und noch so ein paar Rabattcoupons. Colleen Hoover. Ah, das ist eine Leseprobe, glaube ich. Ist das eine Leseprobe? Ja. Oh, da fängt man immer an zu lesen, dann will man weiterlesen. Da muss man das Buch kaufen, ne? Aber sehr, sehr coole Sachen, die jetzt hier drin waren. Mein absoluter Favorit ist wirklich der Lippenstift. Und ich freue mich auch sehr, sehr, sehr über diesen Rasierer. Und über die freue ich mich natürlich auch sehr. Eigentlich finde ich alles cool, was jetzt drin war. Ich bin jetzt wirklich positiv von dieser Box überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass da so viele coole Sachen dabei sind. Und da ist jetzt wirklich nichts dabei, mit dem ich jetzt gar nichts anfangen kann. Und das ist doch sehr, sehr gut bei einer Box, wo man nicht weiß, was drin ist und man kann irgendwie mit allem was anfangen. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich finde das irgendwie ganz schön krass. Ich habe gerade mal nachgerechnet. Die Pink Box kostet normalerweise im Monat 14,95 Euro. Außer man nimmt das halt über einen längeren Zeitraum, dann ist die noch günstiger. Ich habe gerade mal ausgerechnet, was hier alles drin war. Und Leute, das ist ein Wert von 40,95 Euro.
Das ist richtig krass, finde ich. Also ich habe jetzt die Zeitschrift reingerechnet und diese 5 Produkte. Wenn man an Kosmetik was haben möchte und jetzt nicht irgendwas ganz Bestimmtes möchte, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Alle weiteren Infos dazu findet ihr nochmal hier unten in der Infobox, auch wie man sich die zum Beispiel bestellt oder sowas. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!